Und damit Teil 2 von Space Engineers. Es geht weiter. Was soll ich euch sagen? Wir sind immer noch am Mond. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, nachdem mir wieder leider sehr deutlich vor Augen geführt wurde, wie immens man doch jetzt Dreddy, ich habe dir noch was bei Discord geschrieben. Schau mal bitte vorher rein, bevor du dich wieder verabschiedest. Das wäre doch wichtig. Da das doch viel mehr Ressourcen wieder mal benötigt, als ich eigentlich gedacht habe, machen wir das, was ich vielleicht von Anfang an hätte machen sollen. Und zwar bohren wir einfach ein bisschen im Mond rum. Dazu bauen wir uns einen wunderschönen Bohrer. Ach, guck mal, wir können ja direkt hier oben ansetzen. Ha? Gar nicht schlecht, so machen wir es. Wir nehmen ein paar Kolben. Wir haben keine Sachen für Kolben. Wir holen uns Sachen für Kolben. Zack. Ja, nach oben gerichtet. Einen. Dürfte für den Anfang reichen. Wir setzen hier eine Conveyor Junction zwischen. Also wenn ihr nicht genau wisst, was ist, dann einfach kurz nachhaken. Ich kenne ganz grob auch die deutschen Begriffe. Ganz grob. Dann erkläre ich euch das, denn wie gesagt, ich hatte das irgendwann mal auf Englisch stehen und habe es halt nie umgestellt, denn ja, dann konnte ich es halt schon. Und deswegen war es mir dann auch relativ, sage ich jetzt mal. Bauen wir direkt zwei, dann könnten wir das Ding verlängern. Nee, machen wir nicht. Oder? Wir könnten das generell mal was weiter wegbauen. Wie heißen alle Teile, die du brauchst, auf Deutsch? Ach, das wird zu viel, Marc. Bauen wir einen richtigen Kran? Wir bauen einen richtigen Kran. Das lohnt sonst nicht. Das lohnt nicht. Wir müssten da schon einen richtigen Kran draus bauen. So, die Anschlüsse sind außer der hier natürlich belegt. Den bräuchte ich wenigstens, um da mal ein bisschen dran rumzufummeln. Dann werden wir das hier nebenbauen. So, dann bauen wir hier eine kleine Kiste, dass wir da auch noch nachher ran können. Sonst kommen wir da nicht mehr dran. Das bringt uns ja dann auch wenig, leider. Und dann gucken wir, dass wir hier in diesen Felsen reinkommen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir mal 11, ne? Ah, können wir uns hier sogar noch ein bisschen dran stützen. Theoretisch. Brauchen wir nicht, aber wir könnten, wenn wir wollten. So. Dann bauen wir hier so mal. 1, 2, 4. Haben wir nichts mehr. Okay, müssen wir hier schon mal direkt was rausholen. So, einfach wieder ein paar Stahlplatten. So, 2, 4, 6, 7. Fürs erste gar nicht schlecht. Das heißt, wir könnten einen 6x6 Bohrer sogar bauen. Ja, gehen wir mal auf 8. Ne? Machen wir hier noch die Conveyor Junction hin. Und dann machen wir das Ding auch beweglich noch hier dran. Eieieiei. Ne, ich glaube nicht. Soweit brauchen wir das dann doch nicht, oder? Ne, soweit brauchen wir das nicht. Nee, das sollte reichen, wenn wir das jetzt hier runterlassen, ne? Also wir können jetzt natürlich noch einen Kolben nach vorne bauen. Und können das Ganze dann halt vom Prinzip her noch weiter spinnen. Ach, warum nicht? Was wir haben, haben wir. Dann wackelt es halt ein bisschen. Na und, ist ja auch egal. Zack. Haben wir auf jeden Fall wieder mehr gewonnen. So, und jetzt können wir hier
Ne, machen wir den von vorne. Komm. Drei. Komm, einer geht noch, oder? Passt das? Den da will ich. Ich will Bohrer haben. Brauche ich hier noch was drunter? Kann ich hier noch was drunter tun? Kann ich sogar gut. Dann machen wir das auch noch. Denn zum ersten, umso näher ich natürlich am Boden bin, umso besser ist das für uns. Dann haben wir nämlich weniger Weg. Aber vor allem ist das ja auch sehr gut für uns. Wenn wir das Ding verlängern wollen, können wir das hier befestigen und können dann einfach wieder über diese Merch-Blocks, können wir da wieder dran connecten. Für die Optik, einfach weil es schön ist, gehen wir nach hier. Ach, wir können nach ganz vorne gehen. Ja. Na doch, das passt schon mit dem Ausleger. Das sieht dann schon nachher ganz cool aus. Zack. So. Ne, ist doch was zu groß geworden. Jetzt würde Zaraizani wieder sagen, und da reißt er wieder ab. Wie immer. Ja, weiß ich. Gehen wir halt an den. Tu das, Treddy. Du darfst, wie gesagt, sehr gerne hier bleiben. Guck dir schon mal an, wie es funktioniert. So, Dele. Jetzt sieht es aber doch ein bisschen aus wie ein Kran. Jetzt hoffe ich, ich habe noch genug hier von den, was auch immer man hier für braucht. Diese Interior Plates, also interne Panzerungsplatten, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, ich meine, es heißt so. Das wird uns jetzt zwar auch jede Menge Ressourcen kosten, aber in dem Moment, wo der Bohrer das erste Mal läuft, wird sich das bezahlt gemacht haben. In dem Moment, wo selbst dieser einzelne Bohrer hier das erste Mal, wie gesagt, da in die Erde haut, wird sich das schon gelohnt haben. So, jetzt können wir hier auch noch drunter herrennen. Und das ist gerade mein Ziel. Dann können wir das Ding ringsrum erweitern, dass wir sehr viele Bohrer haben. Und dann läuft es nämlich richtig. Dann läuft es richtig. So. Ja, habe ich gesehen, aber das ist nicht das, was ich gefragt habe. Doch, Rotation ist egal, ja. So, ich schreibe zurück. Jetzt muss ich das Ding wegmachen, jetzt ist mir ein Bild. So, jetzt geht's wieder. Was? Du hast geliebt? Ja, ich bin auch etwas überrascht. Von Zaraizani. Ich das wüsste. Vielleicht weiß der, dass du sowas nicht tust. Hm? So, zack. Dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehr kann man nicht in den Bildplaner packen. Gucken, was wir haben. Nicht viel. So, ihr habt's gehört, das läuft jetzt in der Produktion.
Sehr schön, jetzt wird das hier alles für mich fertig geklöppelt. Dann machen wir später hier an dem Kollegen weiter. Oder die Tage. Irgendwie sowas. Und da reißt er wieder alles ab. Ich habe gar nicht alles abgerissen. Nur ein bisschen. Doch, das Ding müsste ja jetzt dadurch halten, ne? So. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt kann man schon mal ein paar Sachen nehmen. Dann bauen wir natürlich schon mal hier direkt los. Das habe ich jetzt noch drin, das schmeiße ich jetzt erstmal da raus. So, und in der Zeit, wo der baut, gehe ich jetzt hier ins Loch und hole noch ein paar Steine. Denn letztendlich, was wir haben, das haben wir. Was bauen wir? Wir bauen jetzt einen riesigen Erdbohrer, Zaraizani, damit wir vorwärts kommen. Ich habe leider die Menge unterschätzt, die wir brauchen für, ja, wie soll man das Ding nennen? Ich würd sagen, wir nennen es jetzt Bohrinsel, Bohrplattform. Wir nennen es ein Mining Rig. Ich weiß, die Leute verbinden damit was anderes, aber wir nennen es so. Eine fliegende Arbeitsplattform. Verarbeitungsplattform. Ja, wie auch immer. Oh. Das habe ich anders geplant. Ich wollte hier nirgends rauskommen. Wie doof. Das wollte ich nicht. Jetzt fliegen meine Steine nämlich wieder weg. Na. Ne, hüpf doch. Dann kann der schon mal ein bisschen Stein verarbeiten. Und damit haben wir wieder ein bisschen Material hier für unsere Röhren. Ansonsten müssen wir gleich mal hier mit diesem Kollegen da fliegen. Sollten wir vielleicht auch tun. Gut, der produziert immer noch. Ah, ich merke das schon. Ja, Kaffee, ein wunderschön. Schön, dass du dabei bist. So, das machen wir fix fertig. Ach, herrlich. Nehmen wir kurz den Kollegen. Was soll's denn? Komm, wir gönnen uns das. Wir fliegen mal eine Runde Hydrogen. Macht sowieso viel mehr Spaß. Den schalte ich aber aus. Der geht im Übrigen auch deutlich besser ab hier. Der hat aber auch, wie gesagt, viel zu viel Kraft eigentlich für den Mond. Hui. Wo müssen wir überhaupt hin? Da, zum Eisen. Und einmal rüber. Kurze Kurskorrektur, weiter geht's. Der Kollege hier schafft es nämlich 60 Tonnen zu tragen. Habe ich schon ausprobiert, weil mehr passt nicht rein. Ah. Das ist so nicht richtig. Ich habe das aber auch so interpretiert mit, ne? Dass ich fremdflirte. Ja, ich finde auch, du bist ja am Fremdflirten. So habe ich das auch. Also ich finde, der Kaffee hat das schon ganz schön richtig erkannt. Nein, tue ich nicht. So. Ah, Sky Factory mag ich, weiß, wir haben ja hier so gesehen gar kein Sky. Haben wir ja eigentlich gar nicht. Ich finde, wir bleiben einfach bei Mining Rig. Oder sowas. Ja, aber das hat ja nichts mit der Plattform zu tun. So, sortiere an, hat der Kollege natürlich auch. Und dann mal los.
Da geht's auch schon los, man hört es. Na komm. Wir brauchen mehr Eisen, Junge. Viel mehr Eisen. Na, komm. Komm, da geht noch was. Los. Mach voll jetzt hier. Immer noch nicht? Nee, okay, mehr geht scheinbar an Eisen nicht rein. Also an Eis war es auf jeden Fall mehr. Na, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Wir haben scheinbar nicht ganz gerade gebohrt. Naja, so ist es. So, die Sortierer machen wir auch wieder aus. Müsste doch eigentlich, wie viele Düsen habe ich denn hier? Vier? Müssten wir sogar fast senkrecht mit hochkommen, ne? Oh. Vorsichtig. Wie gesagt, der ist etwas sensibler. Der ist aber auch hier etwas besser ausgestattet mit seinen Triebwerken. So, wo müssen wir jetzt hin? Mondbasis. Da. Und auf geht's. Und wieder nach Hause. Wie erwähnt, der verbraucht leider dann doch relativ viel Hydrogen, beziehungsweise er hat relativ wenig an Bord, sagen wir es mal so. Das passt, glaube ich, besser. Dann No Sky Factory. Boah. Ah, Galaxy Factory. Wo ist denn hier? Ich habe doch hier ein paar Moderatoren. Startet einfach eine Abstimmung. So. Haha, ja, guck, wie geht das? Ja. Ja, Frau Mittner, was ist da los? Du hast mich einfach dazu ernannt, ohne es zu wissen. Basis auf dem Mond, wie wär's mit Reissack? Herrlich. Herrlich. Ach ja. Meinst du etwa, wir sind hier bei Iron Sky Zaraizani? Ne, so schlimm ist nicht. Es wäre ja irgendwie mal eine lustige Idee, ne? Aber ich fürchte, das gibt mehr Ärger wie alles andere. Deswegen lassen wir das. Obwohl, wir sind ja jetzt gerade, ne? Guck mal, wir sind sogar auf der Schattenseite hier. So, den Kollegen docke ich jetzt einfach hier direkt dran. Oh, klack, hat geklappt. Und fertig. So, jetzt machen wir aber die Triebwerke noch schnell wieder aus, sonst verbrauchen die mir zu viel Treibstoff hier. Und ich gehe davon aus, das klingt zumindest so, als wird sich die Raffinerie hier schon das Eisen holen. Und hat es auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann machen wir weiter. Buildplanner ist leer. Hier können wir die Teile reinpacken, die wir brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 und genau, Bildplaner ist voll. Dann fallen wir hier runter. Rechte Hochtaste, mittleres Mausrad und alle Komponenten wurden in die Produktion geschmissen. Da sind sie. Nochmal schmeiße ich die nicht da rein. Im Normalfall mache ich das gerne. Ich drücke einfach doppelt bis dreimal, dann passt das auch. Aber wir wollen ja jetzt sparsam sein mit unseren Ressourcen, ne? So, genau, dann schaue ich in der Zeit mal kurz in den Discord, was der liebe Treddy mir da geantwortet hat. Ah. So. Ich habe dir auch wieder geantwortet, lieber Treddy. Ich finde, du solltest da, also du solltest da, ja. Ich hab's dir geschrieben. Ich finde, du solltest dir einen eigenen Steam, einen Steam-Account zulegen. Und dann hast du ja bald Geburtstag, Mensch. Also da könnten ja Dinge passieren. Wer weiß das schon?
So. Hier nehmen wir uns jetzt mal die ersten Sachen raus, bauen wir die Röhre weiter, dass wir hier mal vorankommen. Das ist halt der Nachteil, ne? Space Engineers ist halt auch ein relativer Zeitfresser, obwohl es, wie gesagt, ultra genial ist, was man hier alles machen kann. Also ich glaube, ich kenne kein Spiel, was so viele Möglichkeiten bietet. Wie gesagt, ihr könnt hier in diesem Spiel vom Prinzip her sogar programmieren. Und dafür braucht ihr keine Skripte, keine Mods, kein gar nichts. Das ist alles vorgesehen. Das ist halt das absolut Geniale daran. Es ist einfach vorgesehen. Was wolltet ihr abstimmen? Den Namen. Genau. Wie soll die Mondbasis heißen? Ach, guck mal, kann ich mit abstimmen? Nee, ne? Mir egal. Hundefutterwurst. Das ist sehr schön. Hundefutterwurst. Also Hundefutterwurst finde ich auch sehr kreativ. Liebe Leute, nehmt an der Abstimmung teil. So müssen wir unsere Basis nachher nennen. Was hat der denn gemacht? Das kann. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Sprech dich mit ihm ab. Du bist Moderator, nicht ich. Ich bin hier nur der Komiker. So. Großartig. Oh, was ist da los? Was ist denn da los? Ey! Okay, zugegeben, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hä? Ich glaube, da ist einer am Fuckeln. Ich glaube, da fuckelt jemand. Mittner, bist du das? Nein. Guck mich mal an. Schau mich mal an. Ich kann grad nicht. Schnucki, lügst du? Nicht? Bist du sicher? Und wer hat's jetzt kaputt gemacht? Du bist das? Wie hast du das denn kaputt gemacht? So. Ich bin mir ja unschlüssig. Ist das eigentlich dein Ernst? Ja, für irgendwas müssen diese Kanalpunkte ja gut sein. Ach, du kannst mit Kanalpunkten abstimmen? Ich habe so das Gefühl, wir müssen nochmal eine Wahl machen und man muss irgendwie einstellen, dass jeder nur einmal voten darf. Die Mittner hat nämlich die ganze Zeit gedrückt und ich habe schon gedacht, ich... Und ich hab. Wir haben gerade gegeneinander gespielt. Ach, hör jetzt auf. Er hat doch geschrieben. Hör auf, du will. Immer hackst du auf den armen Treddy rum. Ganz ehrlich. Sei mal nett, der hat gleich Geburtstag. Hallo, ich möchte bitte auch was trinken. Boah, ist das jetzt ja, dein. Komm. Ist das jetzt dein Ernst? Gib das. Verdammt noch. Gib mir das. Fräulein, noch habe ich das Passwort hier für unseren, ne? Für unseren Router. Nee, das war Absicht. Dann brauchen wir definitiv mehr Abstimmungen. Siehst du, dann kann man wenigstens was mit den Kanalpunkten machen. Treddy habe ich gelesen. Ich würde es aber einfach ignorieren. Also ich kriege das schon mit. Nur halt nicht immer zeitig. Gib mir doch einfach... Mach doch einfach so eine Eieruhr. Wenn ich nach 5 Minuten noch nicht geantwortet habe, dann darfst du mich gerne daran erinnern. Ansonsten geh davon aus, ich hab's gemerkt. Ich hätte das Sorgerecht für den Router, genau. Das ist Quatsch. Hat sie nicht. Hab ich wohl. Nein. Mhm. Nein. Du hast das Sorgerecht für die Katzentoilette, wo ich hier gerade sowas rieche. Ja, du natürlich für gerade.
Ja. Ich hab doch heute Morgen gemacht. Ja. Nochmal. Es riecht. Und es war deine Katze. Ja, ich weiß nicht, wie man das vergräbt. Ja, dann Was? zeig ihr doch mal, wie man das vergräbt. Das ist doch so schwer nicht. Halt! Das ist eine Omi! Ja, und? Dann zeigt der Omi, wie man das macht. Wo ist denn da jetzt das Der Problem? Zug ist abgefahren. Nein, von irgendwie müssen die das doch mal lernen. Und da das Mädchen sind, musst du denen das auch zeigen. Also los. Zeig den Katzen bitte, wie man die Wurst richtig vergräbt. Das ist jetzt wichtig. Noch läuft die Abstimmung. Ja, dann legt los. Ah. Das muss man komplett vormachen. Ah, ja, siehst du? Mitnah, bitte, leg los. Das ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat. Und es reicht nicht, dass du denen das nur zeigst, du sollst denen das bitte vormachen. Ja, hat der Kaffee geschrieben? Was denn? Wenn du den Deckel abnimmst, passt das. Um Gottes Willen. Ha? Bitte? Boah, Junge, was hat die da für Augen Ja, gelegt? richtig. Danke dafür. Schön, dass es dir auch mal auffällt. Dauert immer ein bisschen. Sie sitzt etwas weiter weg vom Klo. Das muss dann immer erstmal wirken. Ach, ein Träumchen. Herrlich. Mein Gott, produzier doch schneller. So. Nehmen wir schon mal den ersten. Oh, okay. Wir haben sowieso fast das Inventar voll. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Blöde App. Huch. Ja, ist ja okay, ich weiß. So, jetzt müssen wir das Ding halt auch noch benennen, damit wir das noch finden. Vorwärts. So, wir nennen das Ding noch Bohrkolbens vorwärts, damit wir das Ding auch gleich zuordnen können, falls wir nochmal auf irgendwas hier Kolben bauen. Jetzt haben wir gleich den Salat. Zack. Okay, hierfür haben wir schon keine Teile mehr. Ich habe jetzt gedacht, du holst was, um das wegzumachen. Was denn? Ja. Das ist nicht hier, das war nebenan. Nein, das ist. Das ist nicht mal. Du willst mir doch jetzt nicht im Ernst erzählen, dass es vom Raum nebenan hier rüber gemüffelt hat. Die Katze weiß nicht, wie man es vergräbt. Wie kann denn so ein kleines Tier solche Gerüche verursachen? Das frage ich mir bei dir auch. Das ist ja ekelhaft. Nee. Bah. Wer hat denn da jetzt noch so viel? Locker Kaffee. Meinst du? Locker Kaffee. Kaffee oder Zarazani? Ich sag Kaffee. Du weißt schon, dass die Leute jetzt dafür Kanalpunkte ausgegeben haben. Das heißt, du musst wirklich die Station so nennen, ne? Hundefutterwurst. Ja, die Leute haben die Kanalpunkte dafür ausgegeben. Ja, einverstanden. Bohrkolbens runter 1. Ne, machen wir oben, ne? Wie viele haben wir denn? Habe ich 3 oder habe ich 4? Ne, ich habe 4. Okay, dann passt das jetzt mit oben, Mitte, unten nicht. Das ist nur schon wieder. Katzen können das leider. Hallo Skippy, wow. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich merke das schon. Bohrkolbens runter 2. Habe ich den anderen jetzt auch so genannt? Ich kann ja einfach suchen. Bohrkolbens runter 2. Jo, pass auf, jetzt kopiere ich mir das. Ich bin ja ein fauler Mensch. Ach, der ist doch, der ist auch fertig gebaut. Oh oh, oh oh. Ja, das kriegen wir schon noch hin. 3. Ne, jetzt habe ich keine Teile mehr. Und da muss ich jetzt rüber. Sonst tut's jetzt weh. Denn wir haben keine Energie mehr. Guck, und das heißt, es wird kalt. Also schnell in die Kuh rein. Ja, ist ja gut. Mein Gott, wir sind ja schon da. Brauchst hier nicht gleich abstöhnen, Kollege.
Wir natürlich alternativ machen können, wir setzen uns einen kurzen Moment. So, dann können wir hier mal kurz das Ganze betrachten. Also hier, wie gesagt, meine sogenannte Bohrkuh oder Aalkuh. Daneben, ja, Hundefutterwurst noch im Aufbau. Also ich glaube, das toppt keiner mehr, oder? Ich. Du willst jetzt noch die 240 toppen? Da bin ich gespannt. Ja, und hier halt so das kleine Drumherum, was uns so ein bisschen am Leben erhält. Also Solar. Solar und jetzt bald ein Bohrer. Ist sie das? Mein Gott, kleine Mieze, wie hast du das nur geschafft? Hä? Hä? Stinky. Bist du Stinky? Ja? Bist du Stinky? Hundefutterwurst hat gewonnen. Wupp, wupp. Wer hätte das nur gedacht? Hat ja auch nur einen leichten Vorsprung. Ja, ganz leicht. Da hast du wohl recht. Einen ganz leichten Vorsprung. So, zack. Machen wir weiter. Ich hoffe, der hat jetzt auch noch produziert, sonst wäre schlecht. Oh, mein Bildplaner ist empty. Hier, dann kann er auch nicht weiter produzieren, ne? Da sind wir uns ja einig. So, dann noch einen Pistenkopf. Und das noch. Und das noch. So. Zack, den Rest schmeißen wir wieder in die Produktion. So, erstens Glückwunsch zur Hühnerfutterwurst. Vielen lieben Dank. Ich fühle mich geehrt und ich freue mich über einen solch kreativen Namen, liebe Community. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Das ist ja wieder was, ach, ein absoluter Traum. Und ja, wenn es fertig ist, werden wir es also Hundefutterwurst nennen. So, du hast 14.200 Kanalpunkte in Hundefutterwurst reingepumpt. Sehr schön. Also ich habe auch irgendetwas. Ja, siehst du? Also, so viele Kanalpunkte habt ihr doch alle gar nicht mehr. Doch, ich habe noch 19.000. Nochmal 19.000. Ah, der Kaffee startet bestimmt heute nochmal eine Abstimmung. Und das aus dem Hotel raus. Mensch, Mensch, Mensch. Tolles Teil. Tolles Teil. Ja, toller Kaffee, würde ich sagen, ne? Aus feinster Arabica-Bohnen. So, noch ein bisschen warten, bis er das hier produziert hat. Komm schon. Das ist ja mysteriös. Warum riecht dieses Tier denn nur? Ach ja, es hat gekackt. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Hast du wohl. Mach dein Headset lauter. Vergiss die Träger nicht beim Bohren. Nö, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon alles hin. Das würde ich aber hier von einem Kontrollpanel aus steuern. Macht das überhaupt Sinn? Ja, bestimmt. Wo haben wir es denn? Das war es nicht. Ich hatte irgendwo welche. Habe ich rausgeschmissen. Ne, da ist es. Welches nehmen wir denn? Das hier? Das ist zu wenig. Das, ne, Science Fiction. Ne, wir nehmen das Klassische, ne? Hm. War hier noch was anderes Super, drin? sie guckt dir jetzt zu. Ja. Gute Katze. Jetzt sitzt sie am Bildschirm von mitten und guckt mir zu. Hervorragendes Tier. Mein Gott, wieso braucht der denn immer so ewig? Naja, es geht eigentlich, ne? Wir brauchen oder wir produzieren natürlich auch gerade wirklich, wirklich viele Teile. Vielleicht sollten wir doch irgendwie so ein Speed-Ding hier dran bauen. Jodele! Was machen wir jetzt? Meine Idee wäre, wir machen Bohrer an, runter, rauf, aus. Nach vorne fahren machen wir dann manuell, je nachdem, wie viele wir haben. Dafür gehe ich jetzt erstmal hin. Tippe mein Bohr ein. Jetzt habe ich meine Bohrkolben. So, jetzt mache ich hier dieses, ne, Scherintertiatensor. Ich weiß bis heute nicht, was es heißt. Ist mir aber auch eigentlich egal. Wichtig ist, schön nacheinander anmachen. Denn ansonsten, wenn ihr alle direkt anmacht, titscht der tierisch durch die Gegend. So. Wieso, wenn du heißt, dann riecht es doch auch stark. Ach, ein Traum. Und mit einer, wie man das macht. Hab ich ihr gerade gesäuselt. Ja. Übrigens bin ich nicht sicher, das ist die Katze was. Das heißt doch, wer es zuerst gerochen, dem ist es rausgekrochen.
Ja, nur bin ich hier die ganze Zeit am Stream. Aber du hast es zuerst gehofft. Ach, jetzt kommst du wieder, ne? Ah, nicht sie schon wieder. So, zack, den drehen wir mal auf 0,1. Ja, was mache ich mit euch Vieren? Euch drehe ich am besten auf unter 0,1, 0,05, naja, 3. Dann habe ich etwa 1,2 zusammen. Interessante ist aber, ich kann jetzt aus euch eine Gruppe machen und dann steuere ich direkt die Gruppe an. So, jetzt gehen wir mal hier hin und packen hier erstmal den, oh, den Bohrkolben rein. Drill. Bohrers. Bohrers, Bohrer. Bohrer, Drill. Ja, passt schon. Wird schon stimmen. Jetzt können wir hier hin. Jetzt nehmen wir hier den Bohrer-Drill. Zack, und zwar Toggle Block On Off. Also machen wir an aus. Dann hier gehen wir auf Gruppe. Und in der Gruppe packe ich jetzt die Bohrerkolbens runter. Und zwar möchte ich hier machen Extend. Ach, wir machen es uns noch einfacher. Wir machen einfach nur Reverse. Also sprich einfach nur, ja, mach hoch oder mach runter. Auch jetzt könnten wir hier sogar tatsächlich noch den Vorwärtskolben machen. Das können wir wirklich machen. Bohrkolben vorwärts. Ne, den machen wir mal ganz zum Schluss. Ne, für den brauche ich auf jeden Fall zwei. Den müsste. Ne, den mache ich einfach nur Toggle Block On Off. Der braucht ja im Endeffekt immer nur in eine Richtung wandern. So, dann machen wir den, lassen wir den gleich rausfahren. Ja. Und dann drehen wir den einfach aus. So machen wir es. So, pass mal auf. Jetzt drücke ich hier auf Reverse. Jetzt will der rausfahren und dann mache ich den einfach aus. So, fertig. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ja, er ist ein Müh rausgefahren, aber was soll's. Und jetzt können wir hingehen, sagen jetzt Bohrer an. Funktioniert. Und jetzt sagen wir einfach runter damit. Geschwindigkeit, finde ich sogar fast ein bisschen fix. Wir schauen mal, ob er damit zurechtkommt. Ich finde es fast ein bisschen fix. Aber es kommt halt auch drauf an. Ich fürchte auch, wir werden dann unsere Lagerkapazitäten erweitern müssen. Ich denke nicht, dass das in den einen reinpasst. Wir werden aber erstmal schauen, was unsere Raffinerie damit so anfängt. Die wird ja jetzt damit arbeiten. Dann schnappen wir uns jetzt ganz viele Stahlplatten noch. Wenn ich das denn richtig schreiben würde, dann wird es auch funktionieren. Oh, guck mal, wir haben doch ein paar tausend noch gemacht. So, Übersetzung deines nicht Nichtswissenden. Trägheitssensor teilen. Aha, siehst du? Hervorragend. Dann hatte der Skippy Wow ja genau damit recht mit, vergiss die Trägheit nicht. Also meinte er vermutlich die Trägheitssensoren. Sehr schön. Katzwa, also dein Share-Gedöns. Ja, habe ich verstanden, Kaffee. Ich hatte mir auch schon sowas gedacht. Ich war aber zu faul, es mal genau nachzugucken. Nee, du warst doch kurz aufs Klo gewesen. Ah, wahrscheinlich hast du dir die Hände nicht gewaschen. Doch, habe ich. Ja, mit na, das kann natürlich sein. Ich freue mich, dass es dir beim Wegmachen nicht aufgefallen ist. Ich habe gefragt, wieso du diesen Ich habe also herausgefunden, wie ich ab jetzt Wasser sparen kann. Und die Mitna hat es nicht mal gemerkt. Genau, mir hat es auch keiner beigebracht. Genau, Kaffee, so sieht es nämlich aus. Die Beleidigt ihr gerade deine Mutter? feine Frau Mitna ist sich nämlich zu fein dafür. Wieso, Mutter? Du bist für mich zuständig. Du hast ganz auf freiwilliger Basis die Erziehung übernommen. So soll er hier auch vernünftig aussehen, ne? Ja. Hör auf zu heulen. Mein Gott. Wie wollte ich sie nennen? Ich hab's vergessen. Gertrud? Gertrud. Gertrud, hör auf zu jammern.
die Stimme, die mir hier die ganze Zeit sagt, dass meine Energie low ist und dass mein Leben gleich verschwindet. Ist halt eine andere Frau, okay? Stiel. Jo, und was macht unser Bohrer? Nö, ich würde sagen, funktioniert. Sehr schön. So, dann, auch wir könnten ja eigentlich mal den Stiel behalten, ne? Ne, wir gehen uns erstmal wieder aufladen. Kann ich ja auch hier mal machen. Oh, jejejeje. Dann werde ich hier jetzt mal wieder den O2-Generator anschmeißen. Nicht wahr? Aber Herr Schütze, wenn wir den Leuten die Kanalpunkte mit Abstimmung aus der Tasche ziehen wollen, wenn wir die Leute dazu überreden wollen, in die Abstimmung sinnvoll zu investieren, dann brauche ich Sachen, über die sie abstimmen können. Ah! Ja, aber das ist jetzt nicht so meins. Also von daher, ich bin ja schon mit der einen hier ausgelastet. Da brauche ich nicht noch mehr. Sachen, die wir abstimmen können. Ja, kannst ja mal abstimmen, welche Farbe die Hundefutterwurst haben soll. Ich habe hier Farben zur Auswahl. Also ich würde auf jeden Fall bei den leuchtenden Farben bleiben. Also wir könnten rot, orange, grün, blau, gelb, weiß oder tiefschwarz machen. Sag ruhig überfordert. Pink. Pink habe ich nicht. Habe ich gerade nicht fertig gemischt, habe ich auch jetzt nicht vorzumischen. Weil ich müsste ja dafür eine Farbe ersetzen. So ein tief dunkles Lila, das finde ich auch noch cool. Aber Pink? Nee, Pink sieht nicht aus. Mm-mm. Machen wir nicht. Und wenn wir das haben, dann können wir ja als nächstes hier unten abstimmen. Das kriegen wir hin. Aber ich möchte ja den Leuten auch nicht die Kanalpunkte aus der Tasche ziehen. Ich möchte nur, dass ihr was damit machen könnt. Sehr schön. So, jetzt lade ich wieder Stahlplatten ein. Ach, guck mal. Hier sind schon knapp 300.000 Stein. Von einem einzelnen Bohrer, der nach unten gefahren ist. Also, wenn wir den mal erweitern, könnte das auf jeden Fall sehr lustig werden. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit der Bodenplatte wirklich an. Arbeiten uns dann langsam rüber. Das wird auf jeden Fall viel Arbeit. Also Treddy, mein Angebot gilt. Wenn du einen eigenen Steam-Account hast, würde ich dir zum Geburtstag Space Engineers zukommen lassen. Und dann wärst du gern gesehen als Schweißer. Könnte hier Unterstützung gebrauchen. Na Mensch, sieht doch schon gut aus. Guck mal hier, nimmt ja schon richtig Form an. Ach, die besser nicht, die machen wir ja gleich eh weg. In dem Moment, wo sich der Kollege hier löst. So. Also ich nehme Vorschläge an. Die ersten vier, die ich lese, und bitte kein Pink oder Rosa. Hä? Ne, es gibt nur hier die Farben, die ich da oben zur Auswahl habe. Mehr machen wir nicht. Hier oben, pass auf, hier. Kaffee, hast du was zu schreiben? Also, wir können es lassen in Grau. Das ist hier aktuell die Farbe, vor der ich stehe. So sind die Sachen standardgemäß. In diesem Grau sind die. So, dann können wir machen Orange. Ja, mit, ne? Haben wir auch. Dann könnten wir machen Orange. Wir könnten machen Rot. Wir können machen Grün. Ja! Okay. Du hast nicht mitzureden, sonst macht das keinen Spaß. Okay, Entschuldigung. Krieg ich bitte was zu trinken? Was willst du? Trinken. Das schaffe ich nicht mit einem Zug. Huch! Hast du ihr die Hose da hingelegt? Okay, eins grün. Hm.
Boah. Ach, ein Traum. Hundefutterwurst. Ja, schön. Ob ich davon Piktogramme hier im Spiel finde, dann könnten wir uns das mit Bildschirm außen dran klatschen. Können wir das Licht ausmachen? Nein. Leider nein, leider gar nicht. Ja, ist das so? Okay, grün, schwarz, violett. Gelb wäre ich auch was. Hellgrün. Sekunde, ich erstelle. Also wir können auch so ein Glasgrün oder sowas können wir mischen. So ein richtig leuchtendes Grün. Also Mittner findet Gelb besonders schön. Halt doch den Rand. Bitte? Was hast du gesagt? Gelb ist die schönste Farbe, die existiert? Also Mittnahm wünscht sich Gelb auf allen vier Positionen. Wir können ja Streifen reinmachen. Guck mal, ich kann hier so Bauarbeiterstreifen kann ich hier reinmachen. Wenn du schon ein Wort für mich einlegst, müssten deinen Zuschauern eigentlich bewusst sein, dass das nicht der Fall ist, weil du nie irgendwie ein Wort für mich einlegst. Das ist zum ersten Quatsch und zum zweiten mögen meine Zuschauer es einfach zu mobben. Also warum nicht auch dich mobben? Warum denn immer nur mich? Ich hab mein Pferd getötet. Was hast du getötet? Mein Pferd. Dein Pferd? Oh je. Komm, ich darf mitvoten. Ich hab gewotet. Darfst du nicht. Hab ich wohl. Du solltest mir dankbar sein. Sei einfach dankbar. Hui, Jetpack. Ach, herrlich. Ah. Klicken, 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 klicken. Also ich weiß, der Dark hat das mal irgendwann so gemacht, dass man auch Kanalpunkte gewinnen konnte. Das wäre doch auch lustig, dann könnten wir da drauf unendliche Abstimmungen generieren. Hui! Ah, so, was macht der eine Bohrer? Ist er langsam mal fertig? Ich prüfe. Bohrerkolben runter. Jo, sind alle auf 10 Meter. Sehr schön, dann können wir die ja wieder hochziehen. So, lassen wir den langsam wieder einfahren. Wir lassen den Bohrer laufen. Ein bisschen wird der vermutlich taumeln auf die 40 Meter etwa. Ein bisschen. Na, geht tatsächlich. Vielleicht nimmt er oben nach oben Weg noch irgendwas mit. Wer weiß das schon. So, 10.000 Punkte verschwendet. 10.000 Punkte? Hast du hervorragend eingesetzt. Sag doch nicht verschwendet, das war doch lustig. Ich sag, Kaffee ist der, der provoziert. Kaffee ist der, der provoziert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das klingt überhaupt nicht nach Kaffee. Aber so gar nicht. Mhm. Nee, m-m. Der provoziert nicht. Junge, wie verfliegt überhaupt die Zeit schon wieder? Es ist fast schon wieder eine Stunde rum, abgefahren. Geht überhaupt Geld bestreift? Hm? Gar nicht. Doch. Natürlich geht das. Habe ich ja vorhin erklärt. Schön, wie du mir wieder zuhörst. Uah. Ich glaube, Stein haben wir auf jeden Fall erstmal genug, oder? Ich will mal die Kanalpunkte wieder haben. Warum das denn? Ach, herrlich.
210.000 Steine haben wir noch. Gut, ich glaube, die lassen wir unsere Raffinerie erstmal. Oh, oh, ich muss hier aufpassen. Wie viel Eis habe ich noch? 51.000, das ist okay. Das sollte fürs Erste dann auch reichen. Dann fliegen wir fix hier hin. Fläschchen rein, Fläschchen voll. Fläschchen rein, Fläschchen voll. Oh ja, das andere Signal, das holen wir uns aber. In unserer aktuellen Situation ist das ja dann doch noch Gold wert. Und wir haben immerhin gerade unsere Flaschen voll gemacht. Hui. Ab durch die Mondlandschaft. Immer schön den Bohrer in der Hand nehmen, ne? Das ist wichtig. Denn vielleicht entdecken wir ja zwischendurch ein bisschen Platin auf unseren unergründlichen Wegen, die wir hier einschlagen. Miau. Das wäre natürlich was. Ich brauche Platin. Habe ich schon erwähnt, dass ich immer noch kein Platin gefunden habe. Bin ein bisschen traurig, aber ich weiß, auf dem Mond gibt es Platin und zwar in rauen Mengen. Oh, Special Content Power! Was ist es? Ich möchte dich zersägen. Hallo Special Content Power! Ich möchte bitte auf deinen Knopf drücken. Oh. Na komm. So. Yay! Leopardenschüchen. Ausgezeichnet. Und wo ist jetzt dein... Da. Und was hast du für uns dabei? Hab dich doch nicht so. Noch ganz zärtlich. Oh. Sehr schön. Na, den müssen wir gleich zersägen. So, zersägen wir den Kollegen noch. So, haben wir wieder schöne Teile bekommen. Sehr schön, siehst du, die können wir jetzt wieder benutzen. Ich mag die Geinen. Ach, herrlich. Also ich finde das Argument von Sarazani finde ich schon sehr gut, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Wir können auch grün-schwarz gestreift machen. Das ginge auch. Glaube ich. Ach kommt Leute, jetzt lasst die Midna doch nicht so hängen. Die wünscht sich doch so gerne grün. So gerne. Wirklich. Guck, da kommt unser kleiner Bohrer. Also jetzt übertreibst du aber, Mark. Das soll ja kein Kunstwerk sein. Das ist ja ein Maschine, kein Kunstwerk. Oh, ein bisschen... Ach, ich wollte ja eh weitermachen. Einen zweiten Bohrer brauche ich vermutlich noch nicht. Bei 200.000 Stein. Da hat das Ding noch ganz gut was zu tun. Da brauche ich noch gar nicht über neuen Stein nachdenken. Wobei, wir könnten natürlich erstmal noch neue Bohrer bauen. Wo wir jetzt gerade... mal das Material haben, sollten wir das auch tun. Ja, natürlich lobe ich meinen kleinen Bohrer. Der leistet hervorragende Arbeit. Immer zufriedenstellend. Zuverlässig. Problemlos immer. Ah, rein Traum. Ja, okay, das Argument ist auch nicht schlecht. Nee, Kaffee erpressen finde ich so mittel. Ich würde ja auch Kanalpunkte ausgeben, aber ich habe irgendwie schon gewotet und jetzt darf ich nicht nochmal voten. Glaube ich. Ne, ich kann nur einmal voten. Das ist ja interessant. Ich kann die Abstimmung reporten. Wie sinnfrei ist das denn? Hm.
So, haben wir den Boden doch schon fast fertig, Mensch. Schön. Schöne Bodenplatte. Ja, sieht doch gut aus. War gar nicht schlecht aus. Könnten vielleicht was länger sogar sein, die Flügelchen, ne? So, jetzt dichten wir den Kollegen mal rundherum ab. Die Hundefutterwurst. So, sowas wie Pizza mit Muscheln. Ja, Kaffee, aber die Mitte hat keine Kanalpunkte mehr. Also was willst du jetzt machen? Die hat schon alles verschwendet bei der Hundefutterwurst. Also da müsstet ihr jetzt einfach mal so Gentleman-like sein und die unterstützen. Hey! Und Grün gewinnt! Kaffee hat 15.900! Ja, Glückwunsch, mein lieber Kaffee! Das nenne ich mal Einsatz! Das nenne ich mal Einsatz, Mensch! Holla die Weife! Gewinnt der nächste, der gewohnt hat. Ich hab unterstützt. Ah, herrlich. Huch? Oh, schlecht. Mein Gott, arbeiten bis zum Umfallen. Ja, ist ja okay, ich bin ja schon da. So. Ach, herrje. Ja, ich mache hier nochmal gerade einen Videocut. Ach, guck mal, unser Bohrer ist wieder draußen. Den halten wir noch an. Da mache ich nochmal einen kurzen Videocut. Nicht böse sein, sonst werden die Folgen mir zu lang. Vor allem wird das mit dem Hochladen dann wieder so. Boah. So, den halten wir kurz an. Schauen wir uns noch kurz um. Also unser lieber kleiner Bohrer hat hervorragende Arbeit geleistet. Wie erwähnt, wir haben jetzt noch über 200.000 Steine da rumliegen. Ja, das sind etwa 40 Meter, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Also nicht ganz 40 Meter. Aber jeder Kolben bringt es auf 10 Meter. 4 Stück kommt etwa hin. Gar nicht schlecht. So, dann machen wir... Mach das Ding grün! Ja, aber lohnt ja noch nicht. Mach's grün! Ja, später. Grün! So, mit dieser wunderschönen Aussicht auf dem Planeten Erde. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Guck mal hier. Das müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. So. Beende ich diese Folge. Bis demnächst. Tschüss.